Diese Sportler laufen um Titel wie Nationaler Saatmeister, eine von vielen Disziplinen der einwöchigen Bauernspiele in China. Eigentlich ein Ulk-Wettbewerb, doch manche nehmen ihn ernst. Das hier ist ein großer landesweiter Wettkampf. Für uns entspricht es den Olympischen Spielen. Dort konnten wir zwar nicht mitmachen, aber hier geht unser Traum in Erfüllung. Das hier sind unsere Olympischen Spiele. Rund 3500 Athleten aus dem ländlichen China messen sich hier in 15 Sportarten. Die Bauernspiele kennen zwar auch gewöhnliche Disziplinen wie Basketball und Leichtathletik, doch es sind Reifenrollen, Setzlinge werfen oder der Vierbeinlauf, die das Besondere ausmachen. Sie sind großartig, echt erstaunlich. Diese drei rennen gemeinsam sehr schnell, wie die Hasen. Die Spiele gibt es seit 1988, 10 Jahre nach der Öffnung und Einführung von Wirtschaftsreformen in China. Trotz der rasanten Entwicklung des Landes sind viele ländliche Gebiete ärmer und weniger entwickelt als die Städte. Auf Bauern blickt die wachsende chinesische Mittelschicht oft herab. Dies hier kann jedem im Land etwas vom Alltag des Bauernlebens zeigen. Es zeigt die fortschrittlichen Methoden der Landwirtschaft in meiner Heimatregion. Laut Organisatoren ist es Aufgabe der Spiele zu zeigen, dass die Regierung in Peking sich um die 900 Millionen Menschen auf dem Land kümmert. Eine Botschaft, die sie gern verkünden in Zeiten, in denen die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich die soziale Stabilität des Landes bedroht.